Hallo liebe Freunde, wir sind am 6. September auf dem Park and Ride sowie Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt angekommen und bereiten uns nun auf unseren Besuch der Buga vor. Hallo, guten Morgen. Heute ist der 7. September 2021. Wir sind hier in Erfurt, sind gerade vom Wohnmobilstellplatz hergekommen zum Iggerpark, wo ein Teil der Bundesgartenschau ist. Wie sieht denn dein Zwischenfazit aus, jetzt nach einer Stunde? Ja, wir sind noch nicht weit gekommen, aber mir gefällt die Ausstellung wirklich gut. Es sind sehr schöne Blumenarrangements, schöne Beete. Wir waren in der Halle drin und haben von Kürbis bis schönen Dahlien uns das angesehen. Also, ja, macht Spaß. Thank you.
wir stehen jetzt hier auf dem Aussichtsturm. Leider ist die Sicht nicht sehr gut, aber man hat einen schönen Blick auf Erfurt und die Umgebung. Hallo, hier noch einmal die Stimme aus dem Off. Nach 3 Übernachtungen reisen wir früh am 9. September aus Erfurt ab. Noch sind keine Busse zu sehen, aber bereits einige Frühaufsteher mit ihren Autos. Doch nun zum Clou. Bekanntlich wurde der Ort der Bundesgartenschau bereits Jahre im Voraus festgelegt, so auch für Erfurt. Die Buga wurde am 23. April feierlich eröffnet. Doch den Gästen auf dem neuen Park and Ride nahe der Messe und dem Wohnmobilstellplatz Tor zur Stadt Erfurt ist leider nicht zum Feiern zumute. Warum? Schauen Sie auf das im Bau befindliche Sanitärgebäude. Noch ein knapper Monat und die Buga schließt am 10. Oktober. Optimisten behaupten nun, dass dieses Gebäude zum 10. Oktober fertiggestellt sein und feierlich eröffnet werden soll. Na dann, frohes Fest!